Ja, zum einen freue ich mich, bei euch zu sein, mit euch zu sein in diesem Thema, aber zum anderen auch irgendwie nicht, weil es ist kein schönes Thema als solches, wo man sagt, hey, das markiere ich mir rot in meinem Kalender, endlich rede ich mal wieder über Scheidung und Wiederheirat. Das sind nicht die prickelnden Themen, wo wir gerne wachsen wollen, sondern das sind auch andere Dinge, die wir forcieren. Und ich möchte gerne, bevor ich durchstarte mit euch, und euch gleich fragen werde, ob es Gedanken gab von gestern, die euch noch nachgegangen sind, Sätze, die euch wichtig wurden, die wir gleich miteinander sammeln werden. Also bitte keine Predigten, dafür bin ich da. Aber so ganz kurze Impulse, das ist mir wichtig geworden. Dieser Gedanke war stark oder das war auch schwierig, da davon zu knabbern. Bevor wir das machen, möchte ich gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir zusammen jetzt in dein Wort schauen dürfen, aber muss dir auch sagen, dass ich dir klagen will, dass wir uns diesem Thema widmen müssen. Dass das Scheitern uns nicht fremd ist und dass uns das Thema nicht nur theoretisch betrifft, sondern auch unsere Herzen bewegt. Entweder weil wir selber betroffen sind oder weil wir schon mit Gedanken gespielt haben oder Freunde, Geschwister betroffen sind und das Leid oft sehr groß ist und wir es manchmal auch verschweigen, wie groß das Leid ist. Und Herr, es bewegt mich zutiefst, weil ich davon überzeugt bin, dass dich es auch zutiefst bewegt. Aber ich danke dir, dass du uns in dem Elend, was wir auch erleben können, nicht alleine lässt, sondern uns Wegweisungen gibst. Dein Wort, dass du Licht in unsere Finsternis bringst. Und auch wenn wir Widerwillen verspüren, in diese Thematik hineinzudringen, bitte ich dich, dass wir offene Ohren haben, zu hören, was dein Wort sagt. Und dass wir auch den Willen und die Kraft von dir bekommen, dann dementsprechend auch zu handeln. Gib uns jetzt deinen Segen zum Reden und zum Hören. Amen. Ja, welche Gedanken von gestern? Einige waren gestern da, einige sind nicht wiedergekommen. Tja, so ist das. Welche Gedanken sind euch hängen geblieben? Kurze Sätze, kurze Gedankenimpulse. Was ist dir wichtig geworden? Wer sich nicht meldet, offenbart, dass er nicht zugehört hat. Gibt es noch einen Gedanken, der euch wichtig geworden ist? Bitte schön. Gut, schön. Danke auch für den Mut, nochmal diese Frage auch zu stellen. Ist überhaupt kein Problem, auch zu sagen, was ist einem unklar geblieben oder was drückt einem noch. Gestern lautet ja unser Thema Jesus über die Folgen sexueller Untreue für die Ehe. Und die Zusammenfassung lautete vom gestrigen Abend: Die Ehe ist ein vor Gott geschlossenes, gültiges, lebenslanges Bündnis zwischen Mann und Frau. Gott hasst Scheidung und liebt Treue. Eine Scheidung ist biblisch dann gerechtfertigt, nicht verpflichtend, wenn aufgrund sexueller Untreue der betrogene Ehepartner die zerbrochene Ehe rechtlich auflöst, also scheidet. Der betrogene Partner ist frei, wieder zu heiraten. Das Eingehen einer neuen Ehe stellt keinen Ehebruch dar, weil die vorherige Ehe aufgrund des Bundesbruchs vor Gott nicht mehr weiter besteht. Falls du heute das erste Mal dabei bist, die Einheit wurde auch aufgezeichnet, wird man sich auch nachträglich noch anschauen können. Wir werden da jetzt nicht tiefer hineingehen, aber das ist der Komplex, was Jesus zu diesem Thema zu sagen hat. Wir werden uns heute mit Paulus beschäftigen, was er zu sagen hat. Paulus beschäftigt andere Themen. Jesus vor allem das Thema der sexuellen Untreue, der Hurerei oder Unzucht, wie es in den Übersetzungen heißt. Also wenn ein Partner fremd geht, und dort haben wir festgehalten, dass in diesen Situationen eine Scheidung legitim ist, man muss es nicht tun. Ich habe auch betont und erwähnt, und dann werde ich auch nicht müde drin, wenn das geschieht, ist es gut und recht, um diese Ehe zu kämpfen, um diese Wiederherstellung und Heilung zu erfahren in seiner Ehe.
Aber es gibt Situationen, die so verfahren sind, dass Jesus einen Ausweg schafft, und auch schon im Alten Testament in Mose haben wir uns angeschaut, diesen Grund legt, dass wenn der Bund so gebrochen wurde, dass der betrogene Partner sich aus dieser Ehe verabschieden darf, die Scheidung einreichen darf und dann auch die Freiheit hat, einen neuen Bund einzugehen, weil vor Gott dieser alte Bund tatsächlich gebrochen ist und für nichtig erklärt ist. Wir haben gesehen, dass Gott selber den Scheidebrief an Israel ausgehändigt hat. Genau, das war das letzte Mal. Falls ihr eure Bibel dabei habt, dann dürft ihr 1. Korinther 7 aufschlagen. Das wird heute unser Text sein. 1. Korinther 7 ist eigentlich das Kardinalkapitel im Neuen Testament, wenn es um die Fragen Ehe, Scheidung, Wiederheirat und auch Ehelosigkeit geht. Es wird morgen insbesondere darum gehen, um die Gabe der Ehelosigkeit und auch die Gabe der Ehe. Also wenn du denkst, es geht ja hier die ganze Zeit um Verheiratete, ja, zu einem gewissen Teil, aber am Sonntag, also morgen, wird es auch sehr stark um das Thema Ehelosigkeit gehen und wie wir Christen, welche Sichtweise wir darauf gewinnen sollen unter uns. So, obwohl 1. Korinther 7 die ganze Zeit sich um das Thema Ehe dreht, macht Paulus etwas ganz Merkwürdiges in diesem Kapitel. Er fängt auf einmal an, in den Versen 17 bis 24 über ein Thema zu sprechen, was gar nichts mit Ehe zu tun hat. Vorher spricht er über die Ehe und nachher spricht er über die Ehe, aber mittendrin hat man irgendwie das Gefühl, dass Paulus in seinem Film einen Riss hat und über etwas anderes spricht. Und das sind dann so, hört ihr mich noch? Ja. Ja, okay. Und das sind dann so Momente, wo man sich als Bibelleser fragen sollte, Paulus, was machst du hier gerade? Wenn wir davon überzeugt sind, dass Paulus vom Geist Gottes inspiriert ist, dann hat das Sinn und Verstand, was er da gerade tut. Das ist nicht einfach, ach, was ich nochmal sagen wollte, ein paar Verse reingeknetet und dann geht es weiter mit der Ehe, sondern er hat etwas vor, indem er ein Thema reinbringt, was gar nichts mit Ehe zu tun hat. Wir lesen jetzt einmal die Verse 17 bis 24, diesen Einschub und diesen Themenwechsel vom Thema Ehe in etwas völlig anderes hinein. Dort heißt es, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts, und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Hier geht es um das Thema, bist du, als du Jesus Christus kennengelernt hast, Jude gewesen? Bist du, als du Jesus Christus kennengelernt hast, Heide gewesen, also nicht Jude? Und bei einigen war es so, okay, um so richtig nah bei Jesus zu sein, sollte ich mich doch noch beschneiden lassen, um irgendwie noch ein bisschen mehr jüdischer zu sein. Kennt ihr diese Gedanken? Als Teenager habe ich so die Bibel gelesen und dachte, sag mal, wäre es noch cooler, wenn ich mich jetzt beschneiden lassen würde? Ist das dann irgendwie noch besser? Gottes Wort sagt, die Beschneidung ist nichts, das Unbeschnittensein ist nichts. In Christus sind wir alle eins, sind wir alle gleich. Es geht darum, die Gebote Gottes zu halten. Das bedeutet, den Willen Gottes zu leben und nicht äußerliche Merkmale anzupassen. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklave von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, Bruder, darin soll er bleiben. Auf einmal kommt dieses Thema nach Jude, Heide, Sklave, nicht Sklave. Wir haben oft in unserem Kopf die Afroamerikaner in der Sklaverei. In der jüdischen Kultur zur Zeit von Jesus und Paulus haben Sklaven anders gelebt als die Bilder und die Videos, die wir so sehen. Sklaven hatten teilweise einen hohen Stand,
haben hohe Posten gehabt, waren teilweise als Manager von großen Unternehmen eingesetzt und haben die Geschäfte verwaltet von ihren Herren. Also natürlich gab es auch Missbrauch unter den Sklavenhaltern, die Bibel sagt auch etwas dazu. Aber grundsätzlich war es erstmal, kannst du vielleicht so sagen, so eine Art Angestelltenverhältnis. Auch manche Angestellten fühlen sich ein bisschen wie in der Sklaverei, wo sie einfach daran gebunden sind und das ist ihre Verpflichtung, dort stecken sie drinnen und genießen nicht alle freien Privilegien wie die anderen Bürger. Und Paulus sagt, das soll dich nicht kümmern. Wenn du in Christus bist, dann bist du ein Freier in Christus. Egal in welchen Beziehungsgeflechten du steckst, du musst nicht aus deinem Stand heraustreten, um näher bei Jesus zu sein. Bleib in dem, was du bist und lebe im Willen Gottes. Auf der anderen Seite, wenn du frei bist, ein Freier, also ein vielleicht selber Sklaven hast, bild dir nicht ein, dass du mehr bist als der Sklave, weil du bist ein Sklave Gottes. Du bist Sklave Jesu Christi. Und ihr begegnet euch auf demselben Level. Ja? Wenn du auf deinen Sklaven schaust, dann siehst du einen Freien in Christus. Und wenn der Sklave auf den Freien sieht, dann sieht er einen Sklaven Gottes. Und so, wenn wir zum Beispiel mit Menschen zu tun haben, die im Gefängnis zum Glauben kommen, dann erleben sie unglaubliche Freiheit. Wir stehen ihnen, oder sie stehen uns in nichts nach. Ja, ihre Umstände sind anders, aber sie sind frei in Christus. Sie haben die gleiche Wertigkeit. Und Paulus bringt hier diesen Einschub, diesen Themenwechsel und unterbricht seine Ausführungen, indem er mit Vergleichen hier etwas veranschaulicht, worum es ihm grundsätzlich im gesamten Kapitel geht. Die Verse 20 und 24 zeigen es. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Und Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Bruder, darin soll er vor Gott bleiben. Es wird gleich um Verheiratete, Geschiedene gehen und in dem ganzen Kontext auch um Unverheiratete. Und das ist im Prinzip sein Appell. Du überlegst, ich muss unbedingt meinen Beziehungsstatus wechseln, um irgendwie mehr mit Gott unterwegs sein zu können, um mehr Segen zu genießen. Ich sage dir, dort, wo dich Gott berufen hat, dort warst du schon für ihn wertvoll. Du bist nicht erst dann eine besonders wertvolle Person, wenn du heiratest und das vermeintlich größte Glück der Welt genießt. Du hast nicht dann erst den ultimativen Segen, wenn du in einem Ehebund bist und auch endlich zu den Verheirateten gehörst. Wiederum in Korinth gab es eine andere Dynamik, wir werden das morgen uns anschauen, dass Leute aus der Ehe austreten wollten und haben gesagt, wenn ich ungebunden bin, dann habe ich mehr von Jesus in meinem Leben. Es gab nämlich die Idee, dass Sexualität und die Dinge dieser Welt ist alles das, was gegen Gott streitet und am besten komplett in Askese leben, komplett von diesen Dingen weg. Und deswegen haben Christen in Korinth gedacht, ich muss mich von meinem christlichen Ehepartner lösen und trennen, um mehr mit Jesus unterwegs sein zu können. Also solche können wir uns in unserem evangelikalen Kontext nicht so ganz denken, aber in der damaligen Zeit gab es solche Ideologien und Philosophien in den Gemeinden. Und Paulus sagt, es soll dich nicht bekümmern, an welchem Standpunkt Gott dich berufen hat. Du musst nicht erst in einen anderen Stand kommen, damit dich Jesus lieb hat. Bist du geschieden? Dann verharre in dieser Situation. Wir werden schauen, kann ein Geschiedener wieder heiraten? Dazu hat Paulus auch was zu sagen. Aber wenn es um deine Beziehung, um deine Wertigkeit bei Gott geht, dann du kannst, wenn es darum geht, in diesem Stand verharren. Bist du verheiratet? Du musst es nicht lösen. Bist du unverheiratet und denkst, erst mit der Ehe geht es so richtig los, auch in deinem Glauben? Nein. Bleib. Wenn du denkst, durch deine Ehe wird dein Glauben irgendwie erfrischt und erneuert, lass es lieber sein. Denn Gott hat dich zu einem Zeitpunkt berufen und dieser Umstand, dieser Stand ist kostbar für Christus. Darum sagt auch Galater 3, Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Gott macht da keinen Unterschied. Das bedeutet natürlich nicht,
dass Gott irgendwie schaut so, ich weiß gar nicht, welches Geschlecht du hast, irgendwie ganz schwer zu erkennen für mich. Frau, Mann, ist egal, sowas gibt es nämlich gar nicht für Gott gibt es keine Geschlechter. Natürlich, Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Das ist richtig. Hier geht es nicht darum, dass es auf einmal keine Geschlechter für Gott mehr gibt oder keine Nationalitäten oder Berufsstände, sage ich mal. Das ist alles Recht und Ordnung, aber in der Beziehung, in der Gemeinschaft, wenn es um unser Heil, um unsere Errettung geht, denn darum geht es in Galater 3, wir haben keine Zeit, uns diesen Text zu vertiefen, aber dafür spielt es keine Rolle. Aber natürlich erkennt Gott die Unterschiede zwischen einem Juden und einem Nichtjuden und einem Mann und einer Frau. Aber für unsere Beziehung mit Gott soll es keine Rolle spielen. Er liebt uns unabhängig von unserer Herkunft, unabhängig von unserem Geschlecht und unabhängig von unserem sozialen Status. So, und diese Wahrheit, bleibe und Gott segne dich in deinem Stand, das wendet jetzt Paulus auf die unterschiedlichsten Personengruppen an, auf christliche Ehepaare, auf Geschiedene, auf gläubig-ungläubige Ehepaare. Ich werde das Mischehen nennen, religiöse Mischehen. Er wendet das auf Jungfrauen und auch auf Witwen im 7. Kapitel an. Wir werden jetzt weiter vorne ins 7. Kapitel gehen, also weiter vorne von diesem Themeneinschub, den wir gerade miteinander gelesen haben. Aber dieser Themeneinschub ist mitten im 7. Kapitel. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann seht ihr, dass es mittendrin liegt. Und so arbeiten Bibeltexte immer wieder, dass in der Mitte ein Prinzip erklärt wird und außen drumherum wird quasi drumherum gearbeitet. Ja? Könnt ihr mir folgen? Ja? In der Mitte des Textes geht es gar nicht um Ehe, aber um die Wahrheit. Gott liebt dich, egal in welchem Stand du bist. Und die ganzen Stände, in denen wir sein können als Menschen, werden jetzt im 7. Kapitel alle aufgedröselt. Und das machen wir jetzt. Seid ihr bereit? Ja. Okay, alles klar. Wir werden uns die Verse 10 und 11 jetzt anschauen. Hier gibt Paulus Weisung an Verheiratete. Es geht um ein gläubiges Ehepaar, wo beide Partner Jesus folgen. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet und versöhne sich mit dem Mann. Und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Auf der Folie seht ihr, dass es Gedankenstriche gibt. Und wir werden jetzt, um den ersten Gedanken von Paulus zu fassen, die Gedankenstriche wegdenken. Wir werden gleich darüber sprechen. Es ist ein gedanklicher Einschub, wo er dann über die Geschiedenen spricht. Wir wollen uns aber jetzt erstmal anschauen, was sagt Paulus zu den noch Verheirateten, die nicht geschieden sind, sondern noch zusammenleben. Also dieser markierte und dick gedruckte Text ist jetzt unser Thema. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Entlassen, scheiden, trennen, das sind alles Synonyme für Paulus, die das Gleiche meinen. Also, was sagt Paulus hier? Gläubigen Eheleuten wird keine Freiheit gewährt, sich voneinander zu scheiden. Gläubigen Eheleuten keine Scheidung. Das ist im Prinzip genau das, was wir schon gestern erfahren haben. Damit beginnt Paulus. Jesus hat auch damit begonnen. Wir sind in unserer Diskussion, wie ich es gestern sagte, oft, aber was ist dann, was ist hier und was ist dort? Erst einmal ist das der absolute Grundsatz, der für uns gilt, der in unsere Herzen gepresst sein muss, wie nichts anderes. Wenn wir nachts aufgeweckt werden von unserem Pastor und er fragt, wie sieht es aus mit Scheidung und Wiederheirat? Scheiden ist nicht drin. Scheiden ist nicht drin. Das ist der Grundsatz. Und im Prinzip haben wir in den ersten Versen, wo Paulus über Scheidung und Wiederheirat spricht,
eine exakte Wiedergabe der grundlegenden Lehre zum Thema Ehescheidung, wie Jesus sie auch weitergegeben hat. Wir haben gestern davon gelesen in Markus 10, 11 bis 12. Und er spricht zu ihnen, zu den Pharisäern: Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Paulus will nicht gleich mit Ausnahmen beginnen, das wird er auch noch machen. Er wird auch noch über Ausnahmen sprechen, aber hier will er erst einmal den Grundsatz betonen. Warum tut er das? Unser Herz ist sehr schnell, um Wege zu finden, zu unserem Ziel zu kommen. Unser Herz ist ein trügerisches Ding, heißt es im Buch Jeremia, meine ich, und ist sehr trickreich, dahin zu kommen, wohin wir wollen. Und deswegen setzt er diesen Punkt, wir haben uns gestern das angehört, die Ehe predigt das Evangelium. Die Ehe predigt das Evangelium. Unsere Ehe soll ein Abbild davon sein, wie Gott die Gemeinde liebt und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Und darum ist er hier an dieser Stelle so eindeutig, der eingegangene Bund ist heilig und er hat Bestand. Darum, wir werden jetzt diesen Punkt verlassen, verheiratete Christen, bleibt in eurer Berufung, scheidet euch nicht. Wir gehen weiter. Es geht jetzt um die Weisung an Geschiedene. Wir haben es eben gerade gelesen. Jetzt habe ich das andersrum gemacht. Das, was in den Gedankenstrichen ist, ist das, was uns jetzt beschäftigt. Ich markiere es für euch noch einmal. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Also Paulus wendet sich in seinem Grundsatz, den er darlegt, an Geschiedene in den Gemeinden. Wir verkündigen als Gemeinde, als Christen, das Ideal. Und Paulus tut das auch, aber Paulus ist auch Realist. Paulus weiß, dass auch Not in den Gemeinden ist. Und Paulus kennt die Kraft der Sünde. Und nur weil wir bekehrt sind und getauft sind, heißt es nicht, dass der alte Adam und der alte Waldmann nicht manchmal zu Besuch kommt und manchmal sehr, sehr heftig tobt. Sünde macht auch vor unserer Kirche keinen Halt. Und auch in diesem Raum. Vor den Türen hört nicht die Sünde auf. Sünde und Schuld ist auch Teil in unseren Reihen. Und das weiß Paulus. Und deswegen hat er die gebrochenen Biografien im Blick. Und das ist etwas, was wir hören müssen. Paulus sieht die korinthische Gemeinde und er hebt die Latte richtig hoch, sagt, das ist das Ideal. Und dann schaut er seelsorglich in die Gemeinde hinein und er sieht, da sind gebrochene Menschen, gebrochene Biografien. Dort sind Menschen, die geschieden sind und sie haben für Paulus einen Platz in der Gemeinde. Geschiedene haben einen Platz in der Gemeinde in Korinth. Uns ist schwer, über dieses Thema zu sprechen. Dann redet man gar nicht darüber und man weiß teilweise gar nicht. Über Jahre ist man in einer Gemeinde und man weiß gar nicht, dass jemand überhaupt geschieden ist oder so eine Biografie hat, so eine Geschichte hat, weil man darüber nicht spricht. Das gehört nicht in die Gemeinde rein. Und wenn jemand in so einen Zerbruch kommt, ist es nicht selten, dass Mitchristen, Brüder und Schwestern einem eigentlich die ganze Zeit einen Vorwurf vorhalten und sagen, du hast es nicht geschafft. Und deswegen hast du eigentlich keinen Platz mehr unter uns. Und nicht selten ist es so, dass Geschiedene dann sich fühlen wie so eine Art Schandfleck, der in den Reihen sitzt. Alle heben die Hände, aber ich bin halt geschieden. Das ist eine Sünde, die ist anders als eure. Die ist schlimmer. Die ist, das gehört nicht zu uns. Denn der Herr hasst Scheidung. Wir hatten das Thema. Und oft, obwohl man vielleicht Opfer ist, ist oft dieses, ich habe versagt, ich bin ein Geschiedener, habe ich überhaupt Platz in Gemeinde? Und oft ist es so, dort, wo Ehen kaputt gehen,
mangelt es an Solidarität von Christen mit ihren Geschwistern, die leiden darunter. Und ich für mich möchte lernen, hinzusehen wie ein Paulus und nicht gleich zu sagen, Scheidung, du hast dir nichts mehr zu melden und du hast ja eigentlich gar keinen Platz. Geschiedene, die einen Kummer haben über ihre Biografie, die müssen bei uns ein Zuhause finden. Die müssen bei uns Annahme finden. Die müssen von uns in die Liebe finden. Anerkennen. Und ja, es ist richtig, wir haben es vorhin auch gehört, so eine Scheidung, ich habe gestern sehr schwarz-weiß von dem Täter und dem Opfer gesprochen. Oft sind es auch Dinge, ja, wer hat wen auch zu etwas getrieben, wisst ihr, was ich meine? Das ist natürlich sehr pauschal gesagt. Und manchmal wird man auch merken, ja, auch ich habe meinen Teil an dieser Scheidung, aber wenn es wirklich eine Buße gibt in dem Leben eines Geschiedenen, auch eine echte Erkenntnis, die Dinge sind nicht so, wie wir es in unserer Hochzeit eigentlich gedacht haben. Aber ich erkenne das. Es ist verfahren, es geht irgendwie nicht mehr zusammen, aber sie müssen einen Platz haben bei uns in der Gemeinde. Und interessant ist, was Paulus hier sagt. Er sieht diese Geschiedenen, sie sind in der Gemeinde. Wenn sie aber geschieden sind, die zwei Christen, wenn sie voneinander getrennt sind, so bleiben sie unverheiratet oder sie sollen sich versöhnen. Geschiedene Christen werden hier, lest ganz genau, sie werden als unverheiratet bezeichnet. Sie sind unverheiratet, aber sie erhalten nicht automatisch das Recht zur Wiederheirat. Genau lesen. Sie sind geschieden. Sie sind unverheiratet in Gottes Augen, aber sie haben deswegen nicht automatisch den Freibrief zur Wiederheirat. Denn Mann und Frau sind lebenslang aneinander gebunden, und dieser Begriff wird uns immer wieder beschäftigen, gebunden, angekettet, aneinander, man könnte sogar sagen, versklavt, so ein starker Begriff. Wird immer wieder verwendet. Und das soll uns die Betonung der Heiligkeit der Ehe in unseren Kopf und in unser Herz rammen. In 1. Korinther 7, 39, ganz zum Schluss des Kapitels, sagt es Paulus noch einmal: Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Sie ist gebunden, solange er lebt. Und wenn er entschlafen ist, und das bedeutet nicht, wenn dein Mann heute Abend ins Bett geht und einschläft auf sein Kissen, dass du dann frei bist, endlich wieder zu heiraten, sondern das ist eine Umschreibung dafür, dass er tot ist, mausetot, und beerdigt, unter der Erde liegt. Und erst dann bist du frei, das zu tun. Auch dort, und da ging es auch eben gerade, wie ist es, wenn, wir hatten es vorhin, diese Fragestellung, was ist, wenn jemand wirklich Bockmist gebaut hat in seiner Ehe, die Ehe ist kaputt gegangen und er Buße tut und hat er nicht doch wieder das Recht, wieder zu heiraten? Wir können diese Frage auch in diese Situation hineinlegen, was ist, meinetwegen kein Ehebruch, aber andere Dinge haben dieses Ehepaar auseinanderdividiert und Paulus sieht, es gibt zwei Möglichkeiten. Sie können sich wieder versöhnen, aber Paulus weiß, es gibt Situationen, wo Versöhnung irgendwie nicht möglich ist. Obwohl beides Christen sind. Aber die Dinge sind so zerrüttet und so radikal kaputt, dass sie alleine bleiben sollen, aber der Ehebund bleibt trotzdem bestehen. Auch wenn sie sagen, wir tun Buße, aber sobald wir nur in einem Raum sind, dann kracht es. Und für alle, die mit dabei sind, ist es einfach nur ein Elend. Und so sehr wir uns bemühen, so sehr wir beten, wir kommen irgendwie nicht zueinander. Solche Situationen mag es geben. Obwohl Aufrichtigkeit da ist, sagt Paulus, Wiederheirat. No way, keine Möglichkeit, kein Weg. Weil dieser Ehebund besteht, es gibt nur zwei Optionen, Ehelosigkeit oder Versöhnung.
Warum? Wir haben es in Matthäus 19, Vers 9 gestern gelesen. Jesus sagt, ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Erst die Hurerei, der Ehebruch, beendet dieses Bündnis. Deswegen müssen wir hier sehr sorgfältig sein, auch wenn mir die Dinge leid tun. Aber solange mein geschiedener Partner und ich sexuell nicht interagieren, besteht der Ehebruch. Wenn du sagst, ja, ich habe Buße getan über diese Scheidung und es geht nicht zusammen und hier ist ein neues Glück, was auf mich wartet. Ich sage dir, wenn du da in dieser Sache folgst, dann hast du nicht Jesus auf deiner Seite. Weil er wird dir sagen, das, was du jetzt gerade tust, ist Ehebruch. Warum ist es so wichtig? Weil die Ehe heilig ist. Und wir uns nicht alle möglichen Ausnahmesituationen schaffen dürfen, um alles zu legitimieren, damit wir einfach eine neue Verbindung eingehen können. Es gibt nur ganz, ganz wenige Gründe für Gott, dass dieser heilige Ehebund tatsächlich gelöst ist. Und so ist auch Gott sehr langsam zum Zorn, auch gegenüber seinem Volk Israel. Es ist nicht bei jeder Kleinigkeit, dass er gleich den Scheidebrief zückt und zack, lasst es. Sondern nur bei sehr, sehr schwerwiegenden Vernachlässigungen des Bundes gibt es die Möglichkeit der Scheidung und dann auch der Wiederheirat. Und so können wir zusammenfassen für die geschiedenen Christen. Geschiedene Christen, bleibt in eurer Berufung, kündigt nicht den Ehebund endgültig auf. Geschiedene Christen, bleibt in eurer Berufung, kündigt nicht den Ehebund endgültig auf. Nach meiner Erfahrung, das als Klammernotiz, oder meine Befürchtung vielmehr, dort, wo das geschieht, ist meistens irgendwann früher oder später doch Ehebruch im Spiel. Weil wenn einer sagt, wie lange soll ich denn dann warten? Meistens, ja, bis er stirbt, ja, aber meistens. Wenn jemand, ich möchte es nicht pauschal sagen, aber so ist meine persönliche Einschätzung. Wenn jemand so krass auseinanderdriftet und Versöhnung überhaupt nicht möglich ist, befürchte ich, dass diese Person auch nicht in Wirklichkeit eng mit Jesus laufen und vom Glauben immer mehr abdriften. Und irgendwann, wenn sich die Möglichkeit bietet, man hat es vielleicht nicht geplant, zack, ist man in der Kiste. Von daher befürchte ich, dass diese Situation, die Paulus aufgezeigt hat, nicht so oft unter uns vorkommt. Und meistens ist Ehebruch irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt im Spiel. Aber wenn nicht, dann gilt es, geschiedene Christen, bleibt in eurer Berufung und kündigt nicht den Ehebund endgültig auf. Denn wenn du weitergehst und eine neue Ehe eingehst, dann hast du nicht nur die Scheidung, das war schon falsch, sondern du gehst in eine doppelte Sünde des Ehebruchs. Kann Gott das vergeben? Natürlich kann Gott das vergeben. Aber was sagt das über unser Beziehungsverhältnis zu Gott, wenn ich sage, das ist falsch? Gott liebt das nicht, Gott hasst das, aber er wird mir ja morgen vergeben. Was sagt es für uns? Nichts Gutes. Wird es vergeben, wenn wir aufrichtig sind? Ja, Gott vergibt, wenn wir aufrichtig sind. Aber, mein Lieben, wenn wir anfangen, mit Sünde so zu kalkulieren und so zu spielen, dann sage ich dir, wenn du dich auf so eine Fährte begibst, dann verlass dich nicht darauf, dass du danach wirklich eine echte Bußfertigkeit erleben wirst. Oder hart wirst in deinem Herzen und deinen Herrn dann ganz verlassen wirst. Wir können damit nicht spielen. Wir können nicht kalkulieren, ich mache das, Gott wird morgen schon vergeben.
Ja, Gott vergib. Aber vertraue nicht darauf, dass du so stark sein wirst und dass du so die Erkenntnis haben wirst, dass du dann auch wirklich von Herzen umkehrst und nicht nur ein Lippenbekenntnis. Bitte. Das, was Walter gesagt hat, wenn echte Buße ist, dann ist echte Vergebung. Ich erzähle jetzt euch eine Geschichte, die ich persönlich erlebt habe, und die bestätigt das, dass die echte Buße in solchen Fällen ganz selten ist. Eines Tages bin ich gerufen worden zu einem älteren Bruder, der gestorben war. Ich war bei ihm, da war seine Frau und noch ein Bruder und sein Sohn mit seiner Schwiegertochter. Und wir wollten das letzte Abendmahl mit ihm feiern, weil wir wussten innerhalb, erst haben wir gesagt, ein, zwei Wochen wird er sterben. Okay, dann hat sein Bruder gebetet für ihn nach dem Abendmahl. Und bevor ich beten wollte und ihr wisst oder die Gemeinde weiß, dass ich von Gott ganz viel in solchen Situationen wollte, die Erkenntnis habe, Visionen habe und Gott mir bestimmte Dinge zeigt. Und ich sage zu ihm, lieber Bruder, ich wollte schon beten und sage, stopp, ich breche jetzt mal ab, ich wollte dich etwas fragen. Bevor ich dich segne und für dich bete, sollen wir uns verabschieden von dir, weil du vielleicht in den nächsten Tagen zu Jesus gehst. Und ich habe nicht gesagt, so ist es, obwohl ich weiß, Gott sagt mir, so und so ist es gelaufen. Und dennoch frage ich ihn, Bruder, es kann sein, dass du in deinem Leben, als du das Haus gebaut hast, paar Säcke, und es, ich wusste genau, 4 Säcke Zement von der Arbeit mitgenommen hast, und als du Christ geworden bist, hast du in deinem Herzen gesagt, ja, vergib mir, aber ich habe sie gebraucht. Und dann sage ich, kann es sein, dass du in deinem Leben eine Beziehung mit deiner Frau eingegangen bist, und als du Christ geworden bist, hast du gesagt, Herr, ja, vergib mir. Aber in deinem Herzen denkst du, es hat mir Spaß gemacht. Versteht ihr? In diesem Moment kommt seine Frau angeflogen. Nein, 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 ist alles in Ordnung. Ich sage, ich wollte nur mal fragen. Ich habe dir gesagt, du lügst. Weil wenn jemand lügt, kannst du dir 1000 Mal sagen, du lügst, dann wird es noch mehr lügen, dass er sagt, ich lüge ihn, das heißt noch ein Lügenraum. Und ich verzichte auf sowas. Ich sage, okay, ich wollte nur einmal gesagt haben. Dann habe ich gebetet mit ihm. 3 Tage später ist er verstorben. Nach der Beerdigung kommt diese Frau auf mich zu, nach dem Gottesdienst, und sagt zu mir, nur ich und meine Nichte wussten, was du gerade redest. Meine Kinder wissen das nicht. Er hat eine Beziehung mit einer Kollegin an der Arbeit gehabt. Aber wir haben uns später versöhnt. Was meinst du? Hat Gott ihm die Sünde vergeben, bevor ich ihm das gesagt habe? Warum sollte er mir sagen, er hat Ehebruch begonnen? Wenn Gott vergibt, er vergisst das. Er erinnert sich nicht mehr daran. Und meist in solchen Fällen, dass die Menschen solche Sachen gemacht haben, eigentlich sagen, aber ich habe Freude daran. Oder denken, so ein Gefühl im Herzen, wo echte Buße ist. Und ich habe ganz oft solche Fälle, wenn Menschen denken, die sagen, das und das sehe ich gerade und das sehe ich. Was bedeutet das? Was sagt es mir? Ja, aber ich habe schon darüber Buße getan. Ich sage, Blödsinn. Wenn du Buße getan hättest, würde ich jetzt deine Sünde nicht sehen können, sie ist weg, versteht ihr? Und deswegen, diese Geschichten, wo die Leute sagen, ja, aber ich habe Buße getan und so weiter, ganz, ganz selten würde Menschen wirklich Buße tun werden. Und dann würde sie vielleicht anders handeln. Versteht ihr? Und es ist viel zu leicht gesagt, zu oft gesagt. Es ist ein Bekenntnis. Die Leute sagen, ja, ich habe es bereut, es ist auch Selbstmitleid. Aber keine Buße. Und deswegen, es sind Sachen, die nicht einfach locker von der Hand gehen. Ja, das stimmt. Ja, es ist natürlich so, dass jeder von uns Sünden kalkuliert. Jeder. Wir wissen in der Regel, wenn wir Dinge falsch tun, dass sie falsch sind. In aller Regel wissen wir das.
Und die Frage ist, ob wir wirklich ein aufrichtiges Herz haben und sagen, Herr, ich leide auch darunter, dass ich immer wieder in den gleichen Mist laufe, dass ich immer wieder an der gleichen Stelle versage. Aber wenn es hier um die Frage einer Wiederverheiratung geht, dann ist das in der Regel nicht etwas, was kurz um die Ecke springt und durch, ach ja, das mache ich jetzt und zack. Eine Wiederverheiratung ist ein Schritt, der wohl überlegt ist, der besprochen und geplant ist an langer Hand. Und ja, Gott kann das vergeben, aber das legitimiert mich nicht, zu sagen, dass das toll war. Wir werden das jetzt nicht intensivieren, aber ihr erinnert euch an die Geschichte von David, wie er auf einen großen Plan gehegt hat, wie er an eine Frau kommt und massiv sich verschuldigt hat und blind war dafür, für seine Schuld. Und er hat wirklich Buße getan. Und er hat auch Vergebung empfangen. Aber er hat auch wirklich erkannt, das war wirklich, wirklich schlecht, was ich getan habe. Und dann ist auch Gott gnädig und dann gibt es auch einen Neuanfang, dann gibt es auch einen Neustart. Aber ich glaube, dass David Zeit seines Lebens auch gelitten hat an dem, was dort passiert ist. Und Gott hat auch krasse Konsequenzen eingeleitet für seine schwere Sünde. Und das sollte uns in eine heilige Ehrfurcht bringen. Ja, es, wenn wir um diese Themen sprechen, dann geht es auch um das Ehrfurcht zu haben. Vor einem heiligen Gott. Okay. Wir gehen weiter in unserem 7. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Wir werden jetzt in die Verse 12 bis 16 gehen. Und dort wird es uns wieder um die Verheirateten gehen. Und hier um die korinthische Problematik der Mischehe. Gläubiger Partner und ungläubiger Partner. In den Versen 12 bis 16 lese ich. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Hier wieder übrigens der Hinweis, schon zu Paulus Zeiten war es nicht nur einfach Männersache, sich zu scheiden, sondern die Frauen hatten ja auch Rechte. Und deswegen interessiert Paulus ganz klar auch nochmal die Frauen. Wie geht ihr auch mit diesem Thema um? Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott auch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Hier am Anfang in unserem Text in Vers 12 heißt es, ich sage nicht der Herr. An dieser Stelle sind viele schnell dabei und sagen, ah, okay, jetzt kommt Paulus mit seinem Gedankengut. Es ist halt kein Jesuswort, da können wir schön gepflegt drüber gehen und wir lesen dann nach Vers 16 erst weiter. Wir würden Paulus falsch verstehen. Paulus lehrt mit Autorität in den Gemeinden. Was er hier sagt, ist nicht, Jesus hat hier zu nichts zu sagen und dann sage ich einfach jetzt mal was, sondern das, was jetzt kommt, fußt nicht auf ein Jesuswort, wie eben gerade, was ich gesagt hatte, sondern wir begeben uns jetzt in eine Situation, die Jesus nicht adressiert hat. Jesus wurde mit dieser Situation nicht konfrontiert, deswegen haben wir keine Worte in den Evangelien darüber. Deswegen werde ich euch jetzt sagen, korinthische Gemeinde, die aus Juden und Heiden besteht, wie ihr damit umgehen sollt. Jesus war nicht konfrontiert mit Juden und Heiden. Weil Jesu Auftrag war, zuallererst zu Israel zu predigen und dann die Jünger hinauszusenden in alle Welt. Also Jesus hat mit Juden in der Regel debattiert und als es um die Ehe geht, im Matthäus 19, was wir uns angeschaut haben, da spricht er mit Pharisäern. Ein Pharisäer hat keine Heiden gehabt. Deswegen musste Jesus auch darauf gar nicht reagieren. Aber jetzt ist das Evangelium schon in alle Welt getragen und auf einmal werden aus einem
heidnische Paar auf einmal jemand Christ, ein Gotteskind. So, was macht man jetzt damit? Ich will ganz für Jesus leben. Raus aus dieser Ehe. Ich beende das, weil ich ganz für Jesus leben möchte. Paulus sagt, stopp, diese Ehe wird fortgesetzt. Du denkst, damals war das nur ein zwischenmenschlicher Vertrag, wir hatten es gestern. Gott ist Zeuge zwischen dir und deiner Gefährtin. Dieser Bund ist ein göttlicher Bundesschluss gewesen. Auch wenn du dir dessen nicht bewusst bist, viele sind sich dessen nicht bewusst, aber für Gott ist es eine ernste und wichtige Angelegenheit. Das hat eine Wertigkeit für Gott. Und wenn du denkst, naja, aber der ist ja unglaublich, mit dem kann ich ja gar nichts anfangen. Mit diesen Lumpen. Bleib da drin. Du sollst die Scheidung nicht vorantreiben. Denn Gott kann etwas daraus tun. Gott kann jetzt aus dieser schwierigen Situation etwas Schönes machen. Die Befürchtung der Korinther in diesem Text war, wenn ich mit einem Ungläubigen verheiratet bin, dann wird mich das von Jesus wegbringen und unheilig machen. Sodass es einen negativen Effekt hat auf meine Nachfolge. Aber die Ehe für Paulus, die Ehe mit einem Ungläubigen, raubt oder mindert einem Christen nicht die Heiligkeit. Paulus möchte daran erinnern, weißt du, wer Jesus ist? Weißt du, wie heilig und kraftvoll Jesus ist? Und du bist jetzt in diesem Dilemma und du glaubst, dass die Finsternis mehr Macht hat als das Licht, was Gott in dich hineingelegt hat. Dass der Heilige Geist, der in dir lebt, irgendwie ohnmächtig wäre. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht in dieser Situation. Es ist nämlich ganz anders. Nicht du bist unheilig durch diese Partnerschaft, sondern vielmehr wird er geheiligt. Und sogar eure Kinder sind heilig. Was bedeutet das? Viele Theologen haben angefangen, okay, bedeutet das, mein ungläubiger Partner ist Christ oder gerettet, Gottes Kind, obwohl er gar nicht an Jesus glaubt. Nur wegen mir, weil er steht, er ist ja geil. Und unsere Kinder, obwohl sie noch nicht mal beten können, noch nicht mal reden können, noch nicht mal reagieren können auf das Evangelium, sind sie jetzt irgendwie auch gerettet und im Himmel? Das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Er sagt, du als Gotteskind hast einen heiligen Einfluss. Deine Familienglieder sind im Einflussbereich des Evangeliums. Und das Evangelium hat Kraft, weil das Wort hat Kraft. Vertraue diesem Wort und hoffe, dass sich das bahnbricht in deiner Ehe. Weil wenn du als Ehepartner, als alleiniger Christ nach dem Maßstäben Gottes lebst, wirst du sehen, dass das auch einen positiven Effekt hat auf deine Kinder. Dass es in aller Regel einen positiven Effekt hat auch auf deinen Ehepartner. Weil du fängst an, auf einmal in den Ordnungen Gottes zu leben. Und selbst wenn er nicht an Jesus glaubt, ist er Nutznießer von deiner positiven Gottesbeziehung. Weil du lebst nicht mehr dein Leben so, wie du es immer gedacht hast, dass es gut ist, sondern auf einmal ist da jemand Neues, der Segensbringer in deinem Leben. Deswegen vertraue ihm und flüchte daraus nicht. Und mach dir das selbst nicht mies, auch wenn es hart sein kann. Ja, das keine Frage. Wie viele auch leiden darunter in unseren Gemeinden? Das möchte ich gar nicht zur Abrede stellen. Und dennoch, mach das nicht malig, mach ihn nicht fertig, sondern hab ein gutes Beispiel. Petrus spricht darüber in seinem Brief. Sagt er zu den Frauen insbesondere, und das ist tatsächlich ja so, oft sind Frauen irgendwie schneller bei Jesus als Männer. Frauen sind viel schneller. Weil Petrus weiß auch, dass die Frauen schneller zum Reden sind und er sagt, redet nicht zu viel, sondern einfach durch euer gottesfürchtige, Entschuldigung, liebe Frau, ja, das war ein Spaß. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Also in meiner Ehe rede ich nicht mehr. Habt ein positives Beispiel. Durch euren gottesfürchtigen Lebensstil sollt ihr euren Ehepartner gewinnen. Nicht morgens wacht auf, und abends dann und Männer dann oft sagen, bitte, sei ruhig, knet mir meine Ohren nicht die ganze Zeit voll. Amen. Amen. Und Männer trauen sich nicht, die Frau.
diese Verbundenheit hat eine heilige Wirkung auf den ungläubigen Partner und auch auf die Kinder. Die Ehe hat für Paulus Gültigkeit. Darum gilt hier das Prinzip: verheiratete Mischehen, bleibt in eurer Berufung. Gott hat euch am Wegesrand an dieser Stelle abgeholt. Hat nicht gewartet, bis erstmal beide zum Glauben gekommen sind, sondern du warst ihm jetzt schon wichtig. Wir hoffen und beten, dass das auch mit deinem Partner dann auch gelingt, aber das ist für Gott wertig. Bleib in deinem Stand. Kümmer dich nicht darum, dass du unbedingt raus musst aus dieser Verbindung, um irgendwie näher an Gott zu sein. Scheidet euch nicht, liebe Verheiratete, Mischehen. An dieser Stelle müssen wir auch eine Achtung aussprechen. All das, was ich gerade gesagt habe, wird oft auch angewendet für die Partnerwahl. Ich suche mir einen Partner und da lacht mich ein schmuckes Mädel an und die ist toll. Die hat einen tollen Charakter, sie sieht wahnsinnig gut aus. Ja, sie glaubt nicht an Jesus, aber das kann ja noch werden. Das kriege ich hin. Wenn sie erst einmal in die Gemeinde kommt, wenn sie erst mal die Musik hört, Juri am Singen, und wenn sie dann sieht, so christlicher Glauben ist ja auch eine moderne Sache, kann man mit coolem Licht und cooler Technik, ist ein schöner Raum hier, wenn sie das erstmal alles sieht, solche bescheuerten Gedanken, als wenn jemals ein Mensch wegen einer modernen Aufführung eines Gottesdienstes sein Leben Christus gegeben hat, als wenn es diese Dinge sind, die einen Menschen zur Umkehr treiben und vor Gottes Zorn fliehen und in seine Liebende haben. Was ist das für eine Vorstellung? Ihr habt es sehr schön hier. Ich liebe euren Style. Ich habe das leider in den Dingen nicht so. Will ich am liebsten mitnehmen. Aber so schön, das ist alles nur Beiwerk. Warum ein Mensch Christ wird, ist, weil er Jesus Christus, den Lebendigen, begegnet und ihn lieb gewinnt und sagt, du bist mein Ein und Alles. Und selbst wenn ich in einem Drecksloch lande und eingesperrt bin und kein Synthesizer während meines Lobpreises klingt, liebe ich trotzdem Jesus Christus. Paulus ruft in unserem Text auf, nicht gedankenlos zu sein. Ja, es ist richtig, dass wenn du in dieser Bindung bist, sollst du sie nicht lösen. Das Evangelium hat einen heiligen Einfluss auf deinen Ehepartner, aber sei nicht so dumm und naiv, schon mit dieser Vorgabe hineinzugehen, das wird dir schon etwas werden. Denn was sagt hier unser Text, Vers 16? Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Du weißt es eben nicht. Und wenn du auf Partnersuche bist, dann sollte Matthäus 6, Vers 33 auch in deinem Leben gelten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch das alles, was ihr bedürft, zufallen. Aber viele Christen, junge Christen, unverheiratet, sagen, ja, ich trachte zuerst nach dem Partner und dann nach dem Reich Gottes. Weil das mit der Partner, weil das weiß ich besser als der Herr. Und ich mache da schon mal alles sicher, dass mir das nicht entgeht. Und dann vertraue ich Jesus, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Ich bin immer wieder mit dieser Situation konfrontiert. Und ich sage immer Christen, weißt du, ich habe kein Problem mit deinem ungläubigen Partner. Aber deine Entscheidung verrät mir viel mehr über dein Christsein und deine Nachfolge, den Stellenwert des Reiches Gottes in deinem Leben, als über deinen Partner. Dass dein Partner dich begehrt und gemeinsam mit dir sein möchte, was soll ich dagegen sagen? Ja, du bist jung, du siehst gut aus, du lebst ein ordentliches Leben, du bist Christ, aber die Entscheidung, die du triffst, wirft ein fragwürdiges Licht auf dich, nicht auf deinen Partner. Deswegen frage ich dich, wo sind deine Prioritäten?
Was ist dir wirklich wichtig in deinem Leben? Und oft, wenn wir diese Entscheidung gehen, sehen wir von jetzt, das wird bestimmt gut, weil jetzt ist schön. Aber konsequent reiche Entscheidungen in unserem Leben müssen wir immer vom Ende her denken. Weil irgendwann wird es Kinder geben. Wie erziehe ich denn diese Kinder? Wir werden in Zeiten kommen, auch in unseren Ehen, wo vielleicht nur noch der Schrei zu Jesus uns zusammenhält. Was ist dann, wenn dein Partner diesen Jesus nicht kennt? Zu wem schreit er dann? Der geht dann zum Ehetherapeut und wisst ihr, was dieser Ehetherapeut dem dein Partner sagen wird? Geh raus, such dein Glück woanders. Das ist das allererste in der ersten Stunde, was dir gesagt wird. Ist das die Basis, auf der du arbeiten willst? Ja, aber wir verstehen uns doch jetzt gut. Ja, jetzt, schön. Aber bist du schon so weit erwachsen und weitsichtig, dass das Leben nicht nur blumig und rosig und schön ist, sondern auch Krisen entstehen können? Und wir müssen junge Menschen, auch wenn sie gerade frisch verliebt sind, auch mit der Realität konfrontieren. Versteht mich nicht falsch. Wir müssen denen nicht erzählen, Ehe ist das Schrecklichste, was es gibt. Ich finde sehr glückliche Ehe. Und ich glaube auch, dass mit Gottes Segen, dass es auch gut bleibt. Und dennoch kann es schwer werden in unserem Leben, oder? Und das gehört dazu. Was ist, wenn es schwer wird? Mit wem kämpfen wir dann unsere Kämpfe? Und das ist hart, wenn ich das Wichtigste in meinem Leben, meine Gottesbeziehung, nicht mit dem wichtigsten Menschen an meiner Seite teilen kann. Und so viele in unseren Gemeinden sind in diesen Schritt gegangen und haben gesagt, nein, 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 dieser Vers, Vers 16 gilt nicht für mich, ich werde es schon schaffen, ich werde. Und dann sind sie Senioren in den Gemeinden, sie waren allein in der Gemeinde und bleiben auch allein in der Gemeinde. Ja, Gott gibt manchmal Gnade. Ich habe auch in meiner Gemeinde einen Fall, wo Gott Gnade gegeben hat, Halleluja. Und viele sagen, aber bei ihm hat es doch geklappt. Ja, das ist Gnade. Schön. Aber Gott gibt dir hier einen mächtigen Hinweis. Was glaubst du, als wenn es in deiner Hand liegt? Weißt du, was die Zukunft bringt? Denke die Dinge vom Ende her. Das heißt, Psalm, glaube ich, Mensch, gedenke, dass du sterben wirst, auf dass du weise wirst. Und ich sage euch, viele Entscheidungen in meinem Leben und auch in meinem schon jungen Leben habe ich mir immer wieder vom Ende her gedacht. Und ich habe gemerkt, auch wenn ich das Psalm wahrscheinlich damals gar nicht kannte, aber ich habe immer versucht, vom Ende her zu denken. Und es bringt viel Segen, wenn wir die Dinge durchdenken und nicht immer affekt handeln. Okay. In 1. Korinther 7, Vers 39, genau, da wirbt auch Paulus darum. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Im Herrn muss es geschehen. Und frag dich, wenn du, weil wir haben ja auch einige junge Leute hier sitzen, wenn du in dieser Frage stehst, geschieht das im Herrn, was hier gerade zusammenkommt? Ausgehend von diesem Vers kommt jetzt eine spannende Nuance. Also wir haben eben gerade, wir sind jetzt so im Heiratsmodus, ne? Partnersuche, das ist eigentlich gar nicht unser Thema. Unser Thema ist, was tun Mischehen? Sie sollen bleiben. Verheiratete sind auch vor Gott verheiratet, auch wenn es Mischehen sind. Bleibt zusammen. Dieser Bund der Ehe hat wie bei allen anderen ewige Gültigkeit. Ihr seid aneinander gekettet. Und das ist das, was hier auch steht. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Und dieses Prinzip bringt Paulus auch in Römer 7, Vers 2. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. Okay? Dieses krasse Fundament legt Paulus hier in diese Diskussion. Aber 1. Korinther 7, Vers 15, den Text, den wir eben gerade hatten,
verdeutlicht, dass dieser Bund der Ehe, der so unauflöslich ist, worauf ich bestehe, kann doch aufgelöst werden. Und das müssen wir unbedingt sehen. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheidet er sich, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Seht ihr das hier? Eben gerade haben wir noch diesen, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Und auf einmal bringt Paulus eine Nuance dort hinein. Es gibt Umstände, wo diese lebenslange Bindung doch gelöst werden kann. In solchen Fällen, die wir gerade miteinander behandeln, ist der Bruder oder die Schwester nicht gebunden oder man kann es auch wörtlich übersetzen, nicht versklavt. Also wenn der ungläubige Partner die Ehe nicht fortsetzen will, kann der Christ ohne schlechtes Gewissen in die Scheidung einwilligen. Wenn du in so einer Situation bist oder ein Freund von dir und merkt, okay, ich bin jetzt Christ, wie soll ich damit umgehen? Bleib, sei treu, bete für deinen Partner und hoffe darauf, dass die Kraft des Wortes Gottes in deine Ehe hineintritt. Aber es kann sein, dass dieser Ehepartner keinen Bock hat darauf, dass du Jesus nachfolgst, weil es ihm kotzt und stinkt, dass du ständig in die Gemeinde rennst, dass du ständig mit Leuten beten willst, dass du deine Bibel rausholst am Bett und in der Bibel liest. Und es gibt manchmal solche Situationen, dass Ehepartner sagen, ey, du bist ein anderer Mensch. Die Bibel sagt, ja, ich bin eine neue Kreatur. Manchmal, ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Du bist nicht die Frau oder nicht der Mann, den ich geheiratet habe. Damit will ich nichts zu tun haben. Wie sollen Ehepartner dann darauf reagieren? Weil sie wissen ja, Gott hasst Scheidung. Und dann denken einige, nein, ich muss daran festhalten, Paulus sagt, wenn er sich scheiden lassen möchte, bist du nicht gebunden. Denn zum Frieden hat Gott uns doch berufen. Du sollst Frieden haben. Und deswegen, wenn du in dieser Situation bist, dann willige ein. Außer es gibt Möglichkeiten, ja, immer die Wiederherstellung zu finden und auch die Einigkeit. Aber wenn Geschwister damit konfrontiert sind, dann dürfen sie in die Scheidung einwilligen und nicht dann in die Gemeinde mit Sach und Asche gehen. Ich habe mich scheiden lassen und jetzt bin ich gebrandmarkt bis zum Ende meines Lebens. Nein, du bist nicht gebunden. Du bist frei davon. Dieser Makel des Geschiedenseins liegt nicht auf dir. Das ist auch das, was ich gestern gesagt habe, wenn Menschen betrogen werden, der betrogene Part hat die Freiheit, sich scheiden zu lassen und braucht nicht sein Leben lang denken, Gott hat mich irgendwie weniger lieb, weil ich geschieden bin. Nein, das ist nicht der Fall. Die Schuld liegt nicht bei dir. Du bist nicht der, der das vorangetrieben hat. Das hat jemand anders gemacht. Gegen deinen Willen, du wolltest es nicht. Aber wenn es so ist, wenn es so verfahren ist und diese Person sich so sehr von dir abwendet und sagt, mit dir will ich nicht mehr gemeinsam laufen, so schwer es auch ist für dich, wenn du denkst, es wird Frieden bringen, tu es. Dann hast du hast auch Frieden vor Gott. An dieser Stelle möchte ich euch auch Folgendes hinweisen. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Es kommen jetzt einige daher, einige Bibellehrer und sagen, Paulus möchte hier sagen, es gibt solche verfahrene Situationen und es gibt noch ähnlich andere verfahrene Situationen, die er aber im Detail jetzt nicht erklärt. Also in der Regel ist es unter Evangelikalen, Bibellehrern und Christen Konsens, es gibt zwei Gründe, eine Ehe zu scheiden. Einmal sexuelle Untreue. Und wenn jemand mich verlassen will, aufgrund meines Glaubens, dann bist du frei. Und einige kommen jetzt daher und sagen, aber seht ihr nicht, was Paulus hier macht? Er sagt nicht nur, in diesem Fall bist du nicht gebunden, sondern in ähnlich gearteten Fällen, die dem gleichen, die ähnlich sind wie das,
ähnlich, ich sag mal, böswillig, ähnlich trennend, bist du auch nicht gebunden. Also, als wenn Paulus auf ähnlich schwerwiegende, zerstörerische Gründe hinweisen möchte. Also, worum geht es hier? Und ich möchte das mal mit euch durchspielen. Und dann müsst ihr mal gucken, was ihr daraus macht. Die Passage hier behandelt die völlige Abkehr von Seiten des Partners und eine Weigerung, den Verpflichtungen des Ehebundes nachzukommen. Seid ihr mit mir? Er weigert sich, die ehelichen Verpflichtungen nachzukommen und wendet sich ab. Dann müssen wir fragen, was sind denn die ehelichen Verpflichtungen? Ah, sehr schön. Was sind denn die ehelichen Verpflichtungen? Wir gehen jetzt in 2. Mose 21, 10 bis 11. Keine Sorge, wir sind noch ganz kurz im Alten Testament. Den Alten Testament brauchen wir gestern. Aber dort lesen wir Folgendes, was uns helfen kann, 1. Korinther 7 zu verstehen. Wenn ein Jude einen Sklaven zur Frau genommen hat, jetzt Zitat, soll er ihre Nahrung, ihre Kleidung und den ehelichen Verkehr mit ihr nicht verkürzen. Falls er aber diese drei Dinge nicht an ihr tut, soll sie umsonst ausziehen ohne Geld. Wir gehen jetzt nicht in diese ganze Maschinerie, wie haben Sklaven welche Rechte und so weiter, aber wir sehen hier, ein Jude konnte einen Sklaven zur Frau nehmen und es gab Verpflichtungen. Was sind die Verpflichtungen gewesen? Nahrung, Kleidung, ehelicher Verkehr. Wofür steht das? Wir könnten es vielleicht so formulieren, die Nahrung steht für die Versorgung. Die Kleidung können wir als Schutz interpretieren. Also, dass man nicht schutzlos ausgeliefert ist, sondern gekleidet ist. Und der ehelichen Verkehr, da möchte ich mal Liebe und Intimität. Ist nicht schön, aber selten. Oder? Sieht aus wie Kunst. Versorgung, Schutz, Intimität. Das sind Pflichten im Alten Testament gewesen für einen Ehemann. Und es gab die Situation, dass Männer aufgehört haben, diese Verpflichtung nachzukommen. Dass auf einmal sich eine Frau in einer Situation wiederfand, wo sie nicht versorgt wird, wo sie nicht Schutz erlebt, wo sie keine Liebe mehr empfängt, es keine sexuelle Interaktion mehr geschieht. Und wir können es vielleicht so zusammenfassen, wo es keine körperliche und emotionale Unversehrtheit gewährleistet wird. Diese Person ist irgendwie ausgeliefert, körperlich und emotional. Und deswegen gibt Gott im Alten Testament hier einen Schutz vor Vernachlässigung und Misshandlung. Ja, vor Vernachlässigung und Misshandlung, dass diese Person dann rausgehen kann und frei ist. Weil nicht sie das Problem war, sondern ihr Mann nicht mehr bereit war, die Verpflichtungen des Bundes zu halten. Die Ehe ist ein Bundesschluss. Und jeder Bundesschluss hat im Alten und Neuen Testament sowohl Privilegien, also Rechte, aber auch Pflichten. Ich habe als verheirateter Mann Rechte, das ist meine Frau, aber ich habe auch ihr Pflichten gegenüber. Wenn sie zum Beispiel krank wird, wenn finanziell irgendwas passiert, ich bin mit ihr verbunden. Versteht ihr? Ich habe nicht nur Rechte, dass ich sage, das ist meine Frau und ich kann mit ihr schlafen, das ist nicht das einzige Recht, was ich habe, sondern da gibt es auch Pflichten, die man in diesem Bund hat. Und im Alten Testament hattest du die Verpflichtung, die Versorgung zu gewährleisten, den Schutz zu gewährleisten und auch Intimität und Liebe zu gewährleisten. Nun ist es so, dass einige Frauen nicht nur Liebe erfahren in ihrem Ehen und übrigens, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, aber nicht aus meinem Heimat-Nähkästchen, sondern von anderen, auch Männer werden verprügelt. Ja. Okay, willst du uns was erzählen? Und nicht zu knapp. Ich hatte einen Mann in meiner Seelsorge, das habe ich noch nie gesehen, der war grün und blau, gebeult, verkloppt worden. Wahnsinn.
Kein Schutz, keine Liebe. Und aufgrund dieses Wortes, diese Verpflichtung nicht zu verkürzen, kann man sagen, Paulus, hast du nicht in 1. Korinther 7 an einer anderen Stelle, ganz zu Anfang, nicht eigentlich das Gleiche den Eheleuten gesagt, 1. Korinther 7, 3 bis 5, und denkst du, Paulus, nicht eigentlich auch an 2. Mose, die Verpflichtungen, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Schön, dass es hier weitergeht. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau entzieht euch einander nicht. Wie kommt Paulus das zu sagen? Auf wessen Grundlage sagt er das? Er ist ja selber unverheiratet. Wahrscheinlich geht er hier auf 2. Mose 21 und sieht hier eine Kopplung. Warum einige Bibellehrer dann sagen, und das war eine Frage, die gestern gestellt wurde, die ich auch heute verlagert habe, was ist, wenn ich verprügelt werde? Weil es gibt tatsächlich Situationen, dass der Ehepartner sexuell nicht mit jemand anderem interagiert, aber mich drangsaliert und misshandelt. Und du sitzt dann dort und denkst so, die Ehe ist nicht durch sexuelle Untreue gebrochen, aber ich werde emotional und körperlich die ganze Zeit gebrochen. Was ist da? Und viele, viele Christen in der Geschichte haben gesagt, bleib treu, bleib daheim. Aber er kommt heute Abend wieder. Bleib treu, bleib daheim. Der Herr wird singen. Ganz ehrlich, diesen Schutz, ja, diesen Tipp kannst du dir sonst wo hinstecken. Das ist so, als wenn ein Hungriger vor dir steht, vor deinem Kühlschrank, sagt, ich habe Hunger. Na, der Herr wird es richten. Bete. Und vielleicht gibt es irgendwie Nahrung für dich. Was ist das für ein Tipp? Heimatland. Das ist... Viele Christen haben sich dort schuldig gemacht. Einige gehen daher und sagen, okay, die Frau, in der Regel sind es dann doch die Frauen, die Frau in Sicherheit bringen. Einige sagen, wir sehen aber hierin keinen Scheidungsgrund. Aber eine räumliche Trennung. Aber kein Scheidungsgrund und kein Grund zur Wiedereinigung. Andere wiederum gehen von 2. Mose 21 aus und sagen, hey, sogar Sklaven in Israel hatten das Recht. Sklaven in Israel hatten das Recht. Zu sagen, aus dieser Misere, ich werd misshandelt und mich wird sich nicht gekümmert. Meine Grundbedürfnisse werden gar nicht gestillt, sondern mit Füßen getreten. Wenn ein Sklave das Recht hat, dann im Neuen Testament ein Kind Gottes und Jünger Jesu nicht. Und das überlasse ich euch, wie ihr damit umgeht. Ich sage euch meine Einschätzung. Ich glaube, dass diese Gründe, die im Alten Testament galten, auch in 1. Korinther 7, wie ich es gerade gezeigt habe, hier aufblitzen und aufleuchten. Die Verpflichtungen erwähnt werden und wir tatsächlich sagen können, der Bruder oder die Schwester ist in solchen ähnlich gearteten, zerstörerischen Dynamiken nicht gebunden. Aber ich möchte auch hier trotzdem die Warnung aussprechen, wir müssen da an dieser Stelle aufpassen, dass nicht aus jedem Fauxpas ein solcher Fall wird. Pastor, ein solcher Fall ist eingetreten. Das Toast wurde verbrannt. Sie kocht nicht das, was ich koche. Wir können uns nicht auf das Fernsehprogramm einigen. Was weiß ich nicht alles, worüber Eheleute streiten können. Tatsächlich, ich habe viel, viel Eheseelsorge in den letzten Jahren gemacht. Ujas. Unfassbar, womit du da konfrontiert wirst. Das glaubt ihr nicht. Und weil natürlich in Lemke Sonnenschein ist. Das Wort übersetzt. Habe ich schon. Unfassbar. Oder unglaublich. Oder? Unglaublich. Habe ich? Schrecklich. Horror. Kaschmar. Was heißt denn Kaschmar? Horror. Nein, Kaschmar heißt es ein Albtraum. Oh, guck mal hier. Grabenkämpfe.
wie wird das Wort richtig übersetzt? Ich kann auch nicht Griechisch und Hebräisch. Okay, wir haben uns jetzt eben gerade angeschaut, dass Mischehen, dort wo jemand sich abwendet und die eheliche Pflicht nicht mehr eingeht, dass es dort legitim ist, dass der Partner sich, dass der christliche Part sich von dieser Ehe löst, dass er sich trennt. Das ist insofern interessant für uns, weil Jesus von dieser Sache nicht spricht, aber Paulus hier eine neue Facette hineinbringt. Und es ist für uns egal, ob Jesus was sagt oder Paulus etwas sagt. Beides hat für uns Christen Autorität. Ich erlebe bei manchen Christen, dass sie sagen, was Jesus sagt, ist wichtiger als was Paulus sagt. Das, was uns gegeben ist im Wort, ist auf derselben Weise inspiriert. Natürlich dient Paulus Jesus, aber er ist inspiriert vom Heiligen Geist, der auch genannt wird der Geist Christi. Das heißt, das, was Jesus gesagt hat, hat der Geist Christi in Paulus bewirkt, dass er es uns weitergeben kann und wir diese Stellen wirklich lesen müssen, um mit Geschiedenen in schwierigen Situationen adäquat, evangeliumsgemäß auch sie zu begleiten. Das war ein schlechter Satz, aber ihr versteht, was ich meine. Okay, wir kommen zum Schluss. Jetzt nochmal richtig spannend. Könnt ihr noch? Okay, was ist jetzt hier so richtig spannend? Wir haben jetzt die ganze Zeit über das Thema gesprochen, ob Paulus Gründe kennt zur Scheidung. Sein Hauptmotivationsgrund ist, bleibe in dem, was du bist. Aber es gibt hier Möglichkeiten, aus dieser verfahrenen Situation herauszutreten. Nun sagt er, wir sind nicht in solchen Fällen gebunden und wir müssen uns die Frage stellen, ob die Nichtgebundenheit, also die Möglichkeit zur Scheidung, die Freiheit zur Scheidung, ebenfalls auch die Freiheit zur Wiederheirat beinhaltet. Okay? Das sind nämlich zwei Paar Schuhe. Darf derjenige, der in solchen Fällen nicht gebunden ist und rausgehen darf aus der Ehe, hat er auch automatisch das Recht, neu zu heiraten? Oder begeht er dann Ehebruch? Versteht ihr den Gedanken? Das ist ein delikates Thema. Und darauf müssen wir unbedingt eine Antwort finden und am besten noch in diesem Kapitel. Wenn wir jetzt weiterlesen in 1. Korinther 7, wir sind eben gerade bei den Mischen bis zu Vers 16 gekommen. Wenn ihr eure Bibel aufgeschlagen habt, dann seht ihr, Vers 17 bis 24 geht es gar nicht mehr um die Ehe, sondern das, was wir ganz am Anfang gelesen haben, dieses Prinzip bleibt in den Stand, wo du berufen worden bist. Und erst ab Vers 25, ja, erst ab Vers 25 redet Paulus weiter über Ehe, Scheidung, Wiederheirat. Das Problem ist jetzt, er spricht auf einmal über die Jungfrau. Und die meisten natürlich sagen, ja okay, eine Jungfrau unverheiratet, ja natürlich kann sie heiraten, aber was ist jetzt mit unseren alten Problemen? So, die sind nicht gebunden, dürfen sie scheiden lassen, aber dürfen sie auch wieder heiraten? Paulus, lässt du das komplett fallen? Und Paulus macht hier etwas sehr Spannendes. Jetzt müsst ihr echt zuhören. Das wird ihr bislang nicht zugehört haben. Jetzt, ein guter Moment. Passt mal auf, was er in den Versen 25 bis 28 tut. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Jungfrau zu sein, ehelos zu bleiben, so wie ich. Wir werden morgen mehr darüber. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht los, frei zu werden. Bist du los von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht.
Und dann geht es weiter, dann spricht er weiter über die Jungfrauen, was uns heute nicht bewegt, aber morgen wird uns das Kapitel da an dieser Stelle weiterbewegen. Was macht Paulus? Über wen spricht er da? Singles. Über Singles. Über Jungfrauen, ne? Pass mal auf. Vers 25. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot. Und so weiter und so fort. Aber ich habe eine Meinung. Und das, was er über Jungfrauen sagt, ist tatsächlich seine Meinung. Wirklich kein Gebot. Und dann lesen wir in Vers 28 ganz zum Schluss. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Okay, das Pinke, was ich eben gerade markiert habe, sind Aussagen über die Jungfrau. Lasst es mich noch, Vers 26 habe ich vergessen. Ja. Da hat jemand mitgedacht, aber sich nicht getraut, das zu sagen. Vers 27 und 28 habe ich nicht markiert, über wen spricht er denn da? Spricht er da auch über die Jungfrauen? Denn er leitet ja so ein, Vers 25, über die Jungfrauen, darüber werden wir jetzt miteinander debattieren. Wir werden jetzt darüber reden. Aber interessant ist, dass ab Vers 27, das, was er in Vers 27 und 28 sagt, kann unmöglich die Jungfrauen betreffen. So unmöglich. Weil das, was er dort sagt, ist, bist du an eine Frau gebunden? Hä? Ich bin doch Jungfrau. So suche nicht loszuwerden. Bist du los von einer Frau, so suche keine Frau. Hä? Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Ah, okay, Moment mal. Paulus, du wiederholst gerade etwas, was du schon die ganze Zeit gesagt hast. Als wenn, nur lass es nochmal vergegenwärtigen, was wir eben gerade gesagt haben. Ich wiederhole das einmal. Und erst dann komme ich zu den Jungfrauen. Und das sehen wir nämlich in Vers 28. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Also sind zwei unterschiedliche Gruppen. Seht ihr das in Vers 28? Zwei Gruppen heiraten. Einmal ein Du und einmal die Jungfrau. Das bedeutet in Vers 28, dieses Du ist keine Jungfrau, sondern irgendeine andere Person. Das markieren wir jetzt mal mit dieser schönen Farbe. Ich habe hier ganz doll was. Können die gut sehen? Ja. Ich sage jetzt aber nicht von Verlobten geredet. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und jetzt schauen wir mal, gibt es dieses Du irgendwo anders? In Vers 27, schaut mal, hier, wenn, Vers 28, wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Vers 27, bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du los von einer Frau, so suche keine Frau. Das bedeutet, dieses Du ist eine ganz spezifische Personengruppe, die etwas erlebt, was die Jungfrau nicht erlebt. Weil da spricht über die Jungfrau. Aber dieses Du ist irgendwie eine andere Person. Okay, wir markieren das also auch in diesem schönen Blau, ist das bei mir. Bei mir sieht es schön aus. Okay, hier geht es um eine ganz andere Gruppe. Obwohl er am Anfang gesagt hat, wir sprechen jetzt einmal hier, Vers 25, über die Jungfrau. Er fängt an, über die Jungfrau zu sprechen. Und dann macht er nochmal eine Grenze. Lass uns nochmal kurz zurückschauen. Bist du an eine Frau gebunden? Wer ist an eine Frau gebunden? Eine Jungfrau oder ein Verheirateter? Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht los oder frei zu werden. Was möchte er sagen? Verheiratete, was sollen sie nicht tun? Sie sollen sich nicht scheiden lassen. Das ist genau das, was wir schon hatten. Bist du los von einer Frau? Genau, geschieden. So suche keine Frau. Was hatten wir vorhin gelernt? Geschiedene, bleibt in eurer Berufung. Der Herr hat euch lieb. Es gibt keine Probleme für Jesus. Suche keine Frau. Und dann das Dritte. Wenn du aber doch heiratest, also doch eine Frau suchst, um wen geht es? Um den Geschiedenen, der in solchen Fällen nicht mehr gebunden ist. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und jetzt habe ich das nochmal wiederholt, liebe Korinther. Und jetzt gehen wir aber wirklich endlich mal zu den Jungfrauen. Wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht, aber ich werde es versuchen, ihr auszureden. Das werden wir uns morgen anschauen. Es ist klar soweit. Suche nicht los oder frei zu werden, Verheiratete
bleibt in eurer Berufung, scheidet nicht. Bist du los von einer Frau? Also ist das dann doch gelöst? Sind die Ketten doch nicht mehr dran? Suche keine Frau. Geschiedene, bleibt ruhig in eurer Berufung. Paulus hat ein großes Interesse daran, dass es möglichst viele Singles gibt. Wirklich. Ein großes Interesse daran. Aber wenn du, ich füge zu, Gelöster, wenn du Gelöste heiratest, und jetzt macht er etwas, er billigt diese Geschiedenen, die in solchen Fällen, in legitimen Fällen, geschieden sind, gibt er ihnen das Recht der Wiederheirat, weil sie aus Gottes Augen legitim los und frei geworden sind. Und erst danach geht es um die Jungfrauen und dass es Fortsetzung folgt morgen. Wir fassen zusammen. Gläubigen Eheleuten wird keine Freiheit gewährt, sich voneinander zu scheiden. Geschiedene Christen werden zwar als unverheiratet bezeichnet, aber erhalten nicht automatisch Freiheit zur Wiederheirat. Geschiedene sollen grundsätzlich unverheiratet bleiben oder sich versöhnen. Gläubig gewordene Partner sollen die Scheidung der Mischehe nicht vorantreiben. Wenn der ungläubige Partner die Ehe nicht fortsetzen will, kann der Christ ohne schlechtes Gewissen in die Scheidung einwilligen. Kann die körperliche und emotionale Unversehrtheit des Partners nicht gewährleistet werden, so liegen schwerwiegende zerstörerische Gründe vor, die den Christen nicht an sein Eheversprechen fesseln. Personen, die trotz aller Bemühungen, eine Ehe aufrechtzuerhalten, von ihrer Ehe gelöst wurden, erhalten das Recht zur Wiederheirat. An dieser Stelle, wenn ich markiere mal den vorletzten Punkt hier, also der hier. Da würde ich sagen, ich habe gestern gesagt, es gibt ein ganz klares Fundament, ganz klare Linien, die unerschütterlich sind aus meiner Sicht zum Thema Scheidung und Wiederheirat. Und es gibt Themenfelder, die eher meinen jetzigen Erkenntnisstand, meine jetzige Meinung darlegen. Und da würde ich sagen, dieser Punkt, wenn körperliche und emotionale Unversehrtheit nicht gewährleistet werden kann, Gewalt und so weiter und so fort, kann ich es sehr gut respektieren, wenn Christen sagen, das ist für mich noch kein Grund zur Scheidung und Wiederheirat, aber zur räumlichen Trennung und zur Sicherheit und zum Schutz. Ich persönlich würde sagen, ich glaube, dass ich so vorhin dargelegt habe, dass das dennoch hinreichende Gründe sind in Gottes Augen, diese Beziehung zu lösen und dann auch wieder als Gelöster in eine neue Ehe zu gehen. Aber das ist sehr umstritten unter Christen, unter bibeltreuen, Jesus-liebenden Christen. Und da habe ich, sag ich mal, die Weite, dass ich sage, ich kann das verstehen, wenn du sagst, das ist für mich nicht drin. Ich komme vielleicht aus so einer Beziehung, aber mein Gewissen hat diese Freiheit nicht. Ich verstehe den Bibeltext an dieser Stelle nicht so. Das kann ich sehr gut verstehen, es gibt auch gute Gründe dafür. Aber ich glaube, das, was ich heute euch präsentiert habe, sind die Gründe gewichtiger. Aber das ist da nicht so ganz leicht. Da kommen wir in das Komplexe dieser Thematik. Jetzt meine Folgendes, welche Verständnisfragen habt ihr zu dem, was wir uns heute angeschaut haben? Also noch nicht weiterführende Fragen, denn die kommen dann fliege ich schnell. Nein, aber erst einmal, dass wir das hier gut drin haben. Welche Verständnisfragen habt ihr? Der letzte Punkt ist mir nicht klar. Trotz aller Bemühungen eine Ehe aufrechtzuerhalten. Was soll das heißen? Also, ich lese den Satz nochmal. Personen, die trotz aller Bemühungen eine Ehe aufrechtzuerhalten, von ihrer Ehe gelöst wurden, erhalten das Recht zur Wiederheirat. Was bedeutet das? Aus meiner Sicht sollte ein Christ niemals leichtfertig die Ehe aufkündigen und dann in eine neue Wiederheirat einsteigen.
sondern auch immer gut prüfen, wo habe ich hier vielleicht einen Anteil. Ich habe einen Freund, der mich da sehr geprägt hat vor vielen Jahren und ich mit ihm über die Frage sprach, was würdest du tun, wenn deine Frau dich betrügt? So dieses Thema kam auf. Ich habe gesagt, ich war noch nicht verheiratet zu diesem Zeitpunkt. Ich habe gesagt, wenn das passieren will, im Bausch und Bogen, zack, raus. Dich will ich nie wiedersehen. Und dann sagt mein Freund, ich nicht. Was ist denn das für eine Ansicht? Ich nicht. Ich würde mich zuallererst fragen, was hat mich dazu beigetragen, auch wenn ich dann nicht diese Tat begangen habe, aber wo habe ich auch einen Anteil vielleicht daran, dass mein Partner irgendwie die Grundbedürfnisse in meiner Beziehung nicht erfüllt bekommen hat. Das war für mich ein totaler Paradigmenwechsel, totaler Shift, wo ich dachte, okay, erstmal bei sich anfangen. Das hört sich irgendwie auch christlich an. Und das hat meine Denkweise von diesem Gespräch total auf den Kopf gestellt. Ich war sehr schnell in dem Urteil, und das Urteil wäre auch gerecht, aber es würde vielleicht an einigen Stellen zu kurz greifen, dass ich mich gefragt habe, vielleicht ist ja noch eine Chance drin und vielleicht braucht es auch Veränderungen auf meiner Seite. Nicht nur bei mir, ja, weil ich bin ja nicht ausgebüxt, aber vielleicht ist da auch was bei mir dran. Vielleicht auch nicht, aber ich hatte in meinem Sinn noch nicht mal eine Kategorie dafür, dass ich ein Problem haben könnte. Klingt ein bisschen rechthaberisch, oder? Willkommen, weil. Und deswegen, wenn jemand sagt, ich habe hier ein Problem oder es gab einen Vorfall in unserer Ehe, der war heftig, dann würde ich als Seelsorger nicht, hier sind die Scheidungspapiere und ich habe hier einen Single, im Single-Treff unserer Gemeinde, ihr würdet doch gut zusammenpassen. Sondern ich würde immer daherkommen, die Ehe ist heilig. Ja, ich verstehe, das ist jetzt eine Krisensituation. Gibt es Wege, das zu kicken? Gibt es Wege der Wiederherstellung? Ich glaube, das sollte der erste Gedanke in uns sein. Aber wenn wir merken im Verlauf jegliche Bemühungen, wir fahren immer wieder an die Wand und es geht nicht. Also damit meine ich nicht, ich setze eine Person immer wieder einer Gefahr aus. Ja? Aber ich merke, es funktioniert einfach nicht, diese Wiederherstellung. So sehr wir auch wollen und so sehr wir auch beten, dann glaube ich, dass diese Ehe dann auch gelöst werden kann nach diesen Bemühungen. Aber niemals leichtfertig. Ich glaube, es ist kein guter Wesenszug, wenn wir mit Sünde konfrontiert sind, dass wir sofort die absolute Konsequenz ziehen, sondern überlegen, Herr, kannst du hier etwas heilen? Ich habe eine Geschichte gehört ich bin mir ziemlich sicher, dass das von dem Pfingstpastor David Wilkerson, einige kennen ihn vielleicht, der erzählte, wie er ein Ehepaar seelsorgerlich begleitet hatte und die Frau in der Ehe ist einfach abends auf die Straße gegangen und hat sich sozusagen als Nicht-Prostituierte der Prostitution freigegeben und alkoholisiert ist sie dann in die Autos eingestiegen und hat sich prostituieren lassen und kam abends nach Hause sturzbesoffen. Und so ist zumindest meine Erinnerung. Ich meine, kennst du dich? Ja. Ja, bin ich richtig? Erzähl mal. Okay. Und ja, greif ein, wenn ich was falsch mache. Und ist dann nach Hause und der Mann hat sie gesehen. Und was könnte er machen? Er könnte sagen, hey, ich habe das Seminar in Lemke besucht, Scheidung und Wiederheirat. Das ist ein klarer Fall. Tschüss. Und ich suche mir eine neue. Er hat seine Frau ins Badezimmer genommen, hat sie gewaschen und hat am nächsten Tag mit ihr darüber gesprochen. Und die Frau hat unter Tränen Buße getan und hat gesagt, ich will das nie wieder tun. Ist aber am nächsten Tag wieder genau das Gleiche. Er nimmt sie wieder, er wäscht sie, er vergibt ihr. Am nächsten Tag wieder genau das Gleiche. Und das war eine Serie und sie ist da nicht rausgekommen. 7 Jahre
Sie war zeitweise monatelang weg, als sie gesucht, gefunden, nach Hause gegangen. Stimmt, genau, richtig. Er ist durch die Straßen gekommen und hat seine Frau gesucht. Ja. Er könnte sagen, ich bin nicht mehr dein Mann und du bist nicht mehr meine Frau. Ihr könnt euch erinnern, dieser Scheidebrief-Slogan, ja, könnte er machen. Aber Christus in ihm hat ein anderes Herz an den Tag gelegt. Und nach diesem langen Zeitraum hat David Wilkerson erzählt, dass durch Gebet mit ihm gab es den absoluten Durchbruch, dass diese Ehe wiederhergestellt wurde und sie dann auch in Ehearbeit dann auch eingesetzt wurden, genau, richtig? Ja, ja. Sie haben ganz starke Ehearbeit geführt zu den Menschen, die auf allen möglichen Ebenen versagt haben. Und ich glaube, dass das eine... Ich kann nicht erwarten, du musst das jetzt so machen. Ja? Aber ich glaube, dass dieser Mann, der Pfarrer Pastor sogar, dass er vom Heiligen Geist an die Geschichte erinnert wurde, wo Prophet Hosea eine Hürde halten sollte. Und er plötzlich wusste, ich habe keine andere Wahl. Schon natürlich hat man immer eine Wahl, dass Gott ihm aufgetragen hat, seine Frau nicht zu verlassen. Es ist kein Gefährdung für alle. Genau, Hosea kriegt diesen Auftrag, eine Hure zu heiraten. Und wenn Propheten so etwas machen sollten, dann als Zeichen für das Volk, wie Gott liebt. Und Hosea hat gezeigt, wie Gott liebt und war nur ein billiger Schatten von dem, was Christus getan hat. Christus hat noch viel mehr uns auch ehebrecherisches Geschlecht, so werden wir genannt, so geliebt. Und deswegen bin ich der Überzeugung, Mut machen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes Wege der Wiederherstellung zu suchen. Aber es gibt diese Situation, deswegen schreibt er die Bibel auch davon, wo das nicht möglich ist. Und da müssen wir Christen auch sagen, okay, wenn jemand, auch wenn er Gottes Hilfe gesucht hat, an die Grenzen gekommen ist, dann dürfen wir nicht noch Druck machen und sagen, nein, aber der Herr hasst Scheidung. Nein, der Herr gibt auch Wege, etwas zu lösen, das ich mit freiem Gewissen darstellen kann. Und ja, ich bin betrübt. Ich habe Tränen in meinen Augen. Die Dinge sind nicht so, wie sie sollten. Und ich könnte platzen davor. Aber es beeinträchtigt nicht meine Stellung in Christus, die ich habe. Gibt es noch Verständnisfragen? Erstmal zu diesem Themenkomplex. Übrigens an dieser Stelle, das bringt immer wieder Christen auch ins Straucheln, warum die Patriarchen, die alten Glaubenshelden, viele Frauen hatten, was soll denn das eigentlich? Die Bibel beschreibt uns oft die biblischen Geschichten. Und wenn sie etwas beschreibt, heißt es nicht automatisch, dass sie es gut heißt. Ja? Also nur weil beschrieben wird, dass die Bibel Frauen hatten, heißt es nicht, dass Gott Wohlgefallen daran hat. Denn Jesus sagt ja, als er damit konfrontiert wird, wie ist das jetzt mit Mann und Frau und so weiter, sagt er, am Anfang war es nicht so, wie es jetzt hier gerade abläuft. Und dann geht er zurück zu dem Fundament und da geht er wieder in den Garten Eden, so wie es eigentlich war. Und wir erkennen daran, falls du dich fragst, wie kann es sein, dass diese Männer dennoch so gesegnet wurden, dass das Prinzip bei Gott immer Gnade ist. Jakob, Abraham und wie sie alle heißen, waren nicht gesegnet, weil sie solche Superhelden waren im Glauben, sondern weil wir einen super gnädigen Gott haben und er seiner Berufung sich nicht gereuen lässt. Und dennoch hat es anschließend Konsequenzen für unser Leben, sagt, ihr dürft kein Denken mehr bauen. Genau. Er hat den höchsten Auftrag auf der Erde für einen Menschen verloren. Genau, richtig. David durfte den Tempel nicht mehr bauen, weil er so viel Blut vergossen hat. Ja. Und aufgrund seines Ehebruchs ist auch sein Sohn gestorben. Ja. Das sind wahnsinnige Konsequenzen. Da kommen wir auch in diese Thematik. Ja? Gott vergibt auch dem Schuldigen, aber es gibt dennoch Konsequenzen, um zu zeigen, wie weitgehend das ist. Und es hat auch eine prophylaktische Wirkung für das Volk Gottes, um zu erkennen, das sind die Konsequenzen und diese Konsequenzen predigen den nächsten Generationen, wie wir mit gewissen Dingen umgehen sollten und wie nicht.
Aber wenn wir keinerlei Konsequenz aus unserem Fehlverhalten erleben, wird es Schule machen, es ist am Ende doch egal, was passiert. Und deswegen gibt es bei solchen dernen Geschichten wie bei David, gibt es dann diese krassen Konsequenzen. Und wir als Bibelleser denken, das ist doch nicht gerecht. Nur die Frage ist, was ist Gerechtigkeit, wenn wir sündigen? Paulus sagt, der Lohn der Sünde ist nicht eine zweite Chance. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn wir in unserem Breitengrad mal wieder davon sprechen, der hat doch eine zweite Chance verdient. Eine zweite Chance verdient man sich nicht. Wir sind nicht in der Stellung, uns etwas zu verdienen. Wir sind allein in der Stellung, Gerechtigkeit zu empfangen. Und das ist der gerechte Preis für unsere Schuld. Oder Begnadigung. Eine zweite Chance kriegt man geschenkt und nicht verdient. So viel kannst du gar nicht arbeiten, dass du dir das verdient könntest. Wo steht das mit der Lohn der Sünde? Römer 6. Vers. Was ist fies? Na komm mal, komm mal, komm mal. Geht das als Hausaufgabe? Ich soll das als Hausaufgabe Ihnen geben oder mir geben? Ja, ja. Vers 23. Danke. Der Ruf ist gerettet. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Dankeschön. Zu der gestrigen Frage, und dann müssen wir auch, glaube ich, langsam in die Zielgerade kommen. Zu der gestrigen Frage, die du auch nochmal aufgeworfen hast. Was ist mit dem Täter, der die Ehe gebrochen hat? Darf er wieder heiraten, wenn er Buße getan hat? Am besten wäre es, in solchen Situationen Betroffene reden zu lassen, weil manchmal eine Buße ziemlich billig daherkommt. Und sehr schnell in unseren Kirchen verheiratet wird. Sehr schnell die vermeintliche Buße akzeptiert wird. Aber keine echte Reue da ist. Also das einmal als erstes. Ist wirklich krasse Reue da? Und wenn eine echte Umkehr da ist, dann wird auf jeden Fall der Wunsch da sein, sich zu versöhnen mit meinem Ex-Partner. So, und ich würde erstmal dahergehen und sagen, so wie ich es auch gestern versucht habe zu schildern, wenn jemand die Ehe gebrochen hat, die Scheidung ist durchgeführt, und mein anderer Ehepartner, mein Ex-Partner, nicht wieder neu geheiratet hat, sehe ich keine Möglichkeit, dass ich wieder neu heirate. Als Schuldiger. Das sehe ich nicht. Ich kann es in der Schrift nicht sehen. Und ich würde es auch nicht befürworten, weil es kann sein, dass Versöhnung eines Tages stattfinden kann. Dass mein betrogener Partner ein Herz bekommt von Gott, wieder zu mir und sich etwas wieder vereinigt und wir 1. Korinther 7, 10 bis 11 wieder erleben, das Geschiedene alleine bleiben soll oder sich versöhnen soll. Aber wenn ich wieder heirate, wenn ich diesen Schritt in die Versöhnung völlig unmöglich machen. Deswegen würde ich zu einem Schuldiger, ich würde sagen, ja, wenn du Buße tust, vergib dir der Herr. Aber wenn dein Partner nicht nur heiratet, dann gibt es Möglichkeiten zur Versöhnung. Die Frage ist, was ist, wenn der betrogene Partner aber dann verheiratet ist und die Möglichkeit der Versöhnung gar nicht mehr besteht? Und da kommen wir wieder zu meiner Meinung. Und wenn ihr sagt, Protest, ich sehe das anders, kann ich voll mitleben. Und ich bin auch nicht so fest in meiner Meinung, aber das wäre das einzige Szenario, wo ich denken könnte, ja, weil keine Versöhnung mehr möglich ist, wäre eine Wiederheirat denkbar. Aber ich muss auch gestehen, das genieße ich gar nicht, sondern bin da sehr vorsichtig.
macht sich ein Pastor schuldig, weil er jemanden traut, der so eine Vergangenheit hat? Wie ist das für einen Pastor, stelle ich mir das auch schwierig vor, musst du das dann immer prüfen? Also, macht sich ein Pastor schuldig, wenn er solche traut? Erst einmal, die Eheschließung erfolgt nicht durch Pastoren, auch nicht in der Kirche, auch nicht durch den See. Die Ehe wird geschlossen durch einen öffentlich-rechtlichen Akt, der gesellschaftlich akzeptiert ist. Wenn die Bibel uns sagt, ihr sollt heiraten, dann müssen wir uns anschauen, in meiner Kultur, was bedeutet das? Der Weg zum Standesamt ist der Weg zur Heirat. Das bedeutet, erst einmal hat da was überhaupt gar nichts mit zu tun, wenn sich jemand verheiratet. Wenn jemand standesamtlich getraut ist, ist vielen Christen nicht klar, und keine kirchliche Trauung hat, ist er trotzdem verheiratet. Ja? Denn wir haben es ja eben gerade gelesen, ja? Eine Mischehe. Da kommt jemand zum Glauben, Gott war dabei, nicht trennen. Die Frage ist, was wir in unserer Kirche tun, ist nicht trauen, sondern wir segnen das getraute Paar. Es gab eine Zeit, wo das anders war, wo Pastoren auch trauen konnten. In Amerika ist es bis heute noch so. Ich würde mir wünschen, dass es auch wieder dahin kommt, aber ich glaube es nicht. Aber das hat auch teilweise auch gute Gründe, aber das ist nicht unser Thema jetzt gerade, könnten wir einiges zu sagen. Die Frage ist, ist es rechtens, dass wir uns hier mit eins machen und das segnen? Und wenn eine Wiederverheiratung aus falschen Gründen geschah und keine Buße erfolgte, dann weiß ich nicht, was ich da zu segnen habe. Dann habe ich zu predigen. Und zwar das Evangelium. Und Umkehr. Wenn es eine Umkehr gab und dass beide merken, wir erkennen, dass wir eigentlich nur unserem Herzen gefolgt sind, so wie die Welt es uns predigt, anstatt Jesus, und sie sagen, wir erkennen das jetzt, da sagen wir natürlich nicht, okay, jetzt trenne wieder diese neue Verbindung, doppeltes Unrecht, dann kann man sagen, okay, ihr wisst, was da geschehen ist, ihr habt ein neues Herz in die Situation bekommen, und wir wollen jetzt neu Anlauf nehmen, dann würde ich sagen, ja, ist okay. Aber nur, wenn Erkenntnis da ist. In solchen Fällen, ich bin der Rolle für Aquarium, wir würden uns, und Waldemar sicherlich dasselbe würde tun, auf eine Geistoffenbarung setzen und bitten, dass er uns Offenbarungen schenkt. Oft hat er uns geschenkt, auch ohne, dass wir gefragt haben. Versteht ihr? Warum soll er mich schenken, wenn wir fragen? Und weil wir so feste Erfahrungen haben und von Gaben und Geist unterscheiden, dass wir im Geist spüren, können wir das tun. Erster Linie, wenn dann Gott es erlaubt, was Waldemar da gelehrt hat, wir können wir sagen ja oder nein, aber solche Fälle, wo wir nicht wissen, nichts Festes, wir können nicht handwerklich machen, beten und fragen. Und wir mussten Maria und ich schon absagen und sagen, nein, wir können mit unserem Gewissen es nicht vereinbaren, euch zu trauen, es geht nicht. Sie haben woanders sich getraut. Aber diese Last, diese Schuld, nehme ich auf mich nicht. Denn wenn Gott keinen Segen gibt, was sind schon meine Worte? Es ist ein Betrug, ich betrüge sie und sie haben, denken, sie haben es und sie haben es nicht. Und ich bin kein Jünger, das möchte ich nicht. Wir können ja Gottes Hand nicht manipulieren. Wir können ihn ja nicht zwingen, etwas zu segnen, was ihm widerwärtig ist. Also ich bin bei dir. Der Geist der Offenbarung ist da sehr essentiell. Es wird Situationen geben, wo diese Offenbarung ausbleibt. Denn die Apostel haben Menschen getauft aufgrund ihres Bekenntnisses. Und darunter war Simon der Zauberer, der nur aufs Geld geschaut hat und gesagt hat, was muss ich zahlen, damit ich auch Menschen die Hände auflegen kann und so zaubern kann wie ihr. Und Petrus sagt, du kannst mit dem Geld gerade in die Hölle fahren. Die wussten nicht, dass er kein erneuertes Herz hat. Wir wissen auch nicht, was mit ihm geschehen ist. Vielleicht hat er wirklich dann sich bekehrt
Aber die Apostel haben in seiner Taufe nichts Unrechtes getan. Ein Mensch wird gerettet, indem er mit dem Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt. Wir taufen aufgrund des Bekenntnisses und nicht auf des inneren Herzensglaubens. Weil das Herz sieht allein der Herr, ich nicht. Ich kann nur das bewerten, was ich höre und was mir der Geist offenbart. Aber es kann Situationen geben, wo es eine Enttäuschung vorliegt und ich dann sozusagen segnend meine Hände ausstrecke. Aber wenn mir dann bewusst wird und klar wird, dass es eine Täuschung ist, dann habe ich mich nicht schuldig gemacht. Weil ich habe im besten Wissen und Gewissen gehandelt. Aber wenn ich weiß, das ist ja ein Problem, und schweige, weil es einfach schön ist, Hochzeiten zu feiern in der Gemeinde, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für Motive auch Pastoren manchmal leiten können. Es ist schön, Feste zu feiern. Und deswegen machen wir das. Wenn es keine Frage mehr gibt, das ist eine schöne Einleitung, ne? Wer fragt dann was? Seid ihr einverstanden, wenn wir die Biege machen? Denn morgen ist ein neuer Tag. Lass uns aufstehen zum Gebet. Vater im Himmel, wir stehen ehrfürchtig vor dir und sehen, dass du ein heiliger Gott bist, der sich viele Gedanken gemacht hat zum Thema Ehe. Und wir haben nur die Spitze des Eisberges berührt von dem, was dein Wort dazu zu sagen hat. Und ich hoffe, dass wir Klarheit gewonnen haben in den wichtigen Aussagen, was du uns weitergeben kannst. Ich bitte dich, dass du besonders die Geschiedenen unter uns tröstest und dass sie Platz haben unter uns. Dass die, die darunter leiden, dass ihre Biografie gebrochen ist an dieser Stelle. Und dass du ihnen auch die Last des schweren Gewissens nimmst. Denn Jesus, durch dich können wir freimütig zum Vater kommen. Weil alles abgetragen ist und nichts uns hindert, dem Vater zu begegnen. Und danke, dass diese Gnade auch für Geschiedene gilt. Für Menschen, die auch vielleicht Ehebruch begangen haben und darunter innerlich zerbrochen sind, ein zerbrochenes Herz haben. Ein zerbrochenes Herz, ein zerschlagener Geist wirst du nicht verachten, heißt es im Psalm 51. Und darauf würde ich dir ausstehen. Herr, da ist niemand, der sagen kann, ich bin frei von Schuld. Und ich kann aus meiner Person heraus allein freimütig vor Gott stehen. Wir alle sind schuldig vor dir und bestehen allein nur durch Jesus Christus. Jesus, du bist der Einzige, den wir brauchen. Jesus, du bist alles, was wir haben. Und auch meine gelingende Ehe, die ich habe, ist kein Erweis dafür, dass ich ein besonders toller Hecht bin und jetzt punkten kann und dich beeindrucken könnte, Herr. Es ist deine Gnade, die mich atmen lässt. Es ist deine Gnade, die mich leben lässt. Es ist deine Gnade, die mich einst aus dem Tod wieder auferstehen lässt. Es ist deine Gnade, die mich ewig leben lässt. Deine Gnade ist köstlich. Deine Gnade ist herrlich. Deine Gnade ist das, was wir brauchen. Deine Gnade ist das, was wir predigen. Deine Gnade ist das, was wir trinken und essen an diesem Abend. Herr, lass das nicht nur ein theoretisches Informationsseminar sein, sondern dass unsere Herzen neu bewegt sind von deinen Idealen, von deinen Plänen, von deinen Wegen. Wir wollen zuerst nach deinem Reich trachten und hilf uns dabei, Herr. Denn wir werden das von uns alleine nicht tun. Ich bitte dich, dass du dieser Gemeinde Weisheit gibst, in konkreten Fällen zu befinden, zu entscheiden, dass Frieden in der Gemeinde herrscht, dass viel Einheit in der Gemeinde herrscht und dass wir auch gnädig sind miteinander, wenn es in fragwürdige Themen geht. Und dass besonders du, Heiliger Geist, übernatürlich wirkst und Offenbarung schenkst, dort, wo wir nicht weitersehen können. Wir sind so angewiesen auf deine Führung, Heiliger Geist. Es ist in Worte nicht zu fassen.
Danke, dass du uns in alle Wahrheit leiten willst und dass wir davon ausgehen können, dass auch in schwierigen Situationen du Hilfe senden wirst und wir Hilfe von dir empfangen. Danke, dass du gut bist, dass du gut zu uns bist. Wir lieben dich, Herr. Amen. Amen.